Willkommen zurück zu ESO. ESO. ESO ist das also. Die letzten 9 Folgen bis zur längeren Pause. Und ich habe heute gerade, wo gab es ein Update. Und warum habe ich das nicht ausgemacht hier? Und warum stehe ich hier? Und ich habe gerade. Cool. Never the Nights Schatten von Unterzit beendet. Man, so nebenbei, 2 Folgen waren es noch. Die hätte ich auch durchmachen können nachher. Oder nachher, ja. Vor 5 Stunden, wo ich die Session, die vorherige Session beendet habe. Hab während das Spiel hier geupdatet habe ich dann das eben durchgemacht. Finde ich gut, dann kann ich nämlich direkt frisch einsteigen. Zumindest in die Horden des Unterreichs. So. Unser nächstes Ziel ist, wenn ich mich nicht irre, habe ich hier nichts mehr. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Voraussetzung ist, wir haben das gemacht, was hier ist. Was ich nicht glaube. Dann ist mein nächstes Ziel der Wegschrein da hinten. Dahin zu kommen wird ein bisschen knifflig. Ich muss nämlich den ganzen Weg gehen. Ich hoffe, ihr hört mich hier hinten. Es gibt keinen so richtigen Hauptweg hier. Da hinten vielleicht. Ja, der Grund ist, warum ich ESO pausiere, hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Es läuft seit 2014 durchgehend. Er ist täglich dann alle 2 Tage und, Moment. Das hat geklappt. Man kann sterben, wenn man runterfällt. Und ich sehe den Wegschrein zufälligerweise. Geil, der ist da oben auf dem Berg. Toll! Wisst ihr, was es jetzt im Kronshop gibt? Einen bunten Wolf. Glaubt mir nicht. Moment. Da. Einen bunten Wolf gibt's. Es ist der gleiche Wolf, den ich auch habe hier. Es ist der gleiche, nur dass der halt rote Striche hat. Naja, sei es drum. Hat mit dem neuen DLC Falkenring zu tun, den wir wahrscheinlich nicht machen werden. Weil es ist, glaube ich, ein Verlies, wenn ich mich nicht irre. Und kein PvE-Gebiet. PvP gibt es bei mir nicht. Könnten irgendwann mal bei irgendeinem Livestream könnte man mal ein Player-Treffen machen, so. Wie Schrein der Fernwacht entdeckt. Aber nicht angekommen. Okay, doch. So, das ist ein Wegschrein hier unten. Wir könnten aber auch den Weg weiter runter gehen. Ja, das mache ich mal. Folgen wir mal diesen Weg, um zu gucken, ob ich da unten was gemacht habe, was ich denke, was ich gemacht habe. Oder was ich nicht gemacht habe. Und dass ich mich jetzt nicht irre. Na, ist auch wieder verkehrt. Die kreischende Narbe entdeckt. Was? Okay, ich habe es nicht gemacht. Dann muss ich hier unten noch eine Questreihe anfangen. Das ist scheiße. Ihr da, wollt ihr euch ein endlich kommt jemand. Mein Vater hat mich an diesen gottverlassenen Strand geschickt, um Faulenzer zusammenzutreiben.
Ich glaube, er hasst mich. Hättet ihr Interesse an einem Auftrag? Was für eine Art Auftrag? Fürst Diel, mein Vater, hat eine Gruppe von Landstreichern angeheuert. Sie nennen sich selbst die Dolche. Sie sollten ein paar Proben von den Harpyen für unsere Nachforschungen sammeln, wegen ihres aggressiven Verhaltens. Sie scheitern natürlich daran. Kläglich. Welche Rolle spiele ich dabei? Helft ihnen, diesen Auftrag zu Ende zu bringen. Also wirklich, sprechen wir eigentlich die gleiche Sprache? Ich werde euch sogar einen Assistenten an die Seite stellen. Einer der Dolche hat es tatsächlich geschafft, zum Lager zurückzufinden. Er kann euch die Einzelheiten erklären. Warum seid ihr immer noch hier? Alter. Der geht mir so ein bisschen auf den Sack. Neues Buch entdeckt. Wir bieten ihm die Hilfe an und er sagt, nee, weil der ist immer noch hier, bla 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 bla. Und das heißt Harpien, nicht Harpyen. Was ist das da hinten? Ist das jetzt ein Buch oder ist das... Dieb ist gut. Ja, ich guck's mir mal an. Ah, das ist Dieb ist gut, aber das ist ein... ja, super. Lohnt sich nicht. Wenn eine Blaupause drin wäre, dann ja. Ne, ich weiß nicht, wie lange ich die ESO-Pause mache. Das kann sein, dass es Wochen sein wird. Es kann auch Monate sein. Müssen wir mal gucken. Wenn ich wieder Lust habe, ESO zu spielen, dann gibt's wieder ESO. Gleiche gilt für Morrowind, weil es ist einfach zu heftig. Ich brauche mal Pause von dem Spiel. Miltrins Fischerhütte entdeckt. Sollte ich hier hin? Nein, ich soll hier nicht hin. Ich soll auf die andere Seite mit Pumbuckel sprechen. Mit dem Typen hier. Ihr wollt mir helfen, den Rest der Dolche zu finden? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das Zeug zum Dolch habt. Eure Hände sehen mir ziemlich weich und zart aus. Fast so, als hättet ihr noch nie jemanden mit euren Fäusten so richtig verdroschen. Sagt mir nur, was hier vor sich geht. Die Dolche wurden angeworben, um Fürst Diel beim Sammeln von Materialien für seine Forschungen über Harpyen zu unterstützen. Wir holen ihm, was er braucht und werden dafür bezahlt. Kinderleicht. Aber jetzt ist der Rest der Dolche verschwunden. Wir müssen sie finden und sicherstellen, dass unsere erste Mission auch ein Erfolg ist. Was ist der erste Auftrag der Dolche? Jeder muss irgendwo mal anfangen. Selbst die Kriegergilde hatte doch eine erste Mission, oder nicht? Also spielt euch ja nicht auf. Gehen wir jetzt lieber da raus und tun das, wofür wir bezahlt werden. Lasst uns die Dolche finden und die von ihnen gesammelten Forschungsmaterialien zurückbringen. Über welche Forschungsmaterialien reden wir hier? Harpyen, Eier, was auch immer wir zurückbringen können, damit Fürst Diel herausfinden kann, warum diese Flatterfrauen in letzter Zeit so gewalttätig sind. Was müssen wir machen? Wir müssen die vermissten Dolche finden. Gelvin, unseren Anführer, und die Remly-Brüder. Wir finden sie und helfen ihnen, ihre Aufträge zu Ende zu bringen. Und wo wir schon mal dabei sind, suchen wir auch gleich noch nach Faulschwinge, der Königin der Flatterfrauen. Sie ist eine bösartige Mörderin und jemand muss sich um sie kümmern. Mhm. So groß Nachfragen stelle ich jetzt nicht mal an. Alles, was wir jetzt hier in diesem Spiel erleben, ist nicht mehr blind. Bis auf der additional Content, der da noch nachgepatcht wird.
So eine blöde. Na toll. Super. Hat's mich jetzt gefangen. So ein Damage machen die bitte. Ist ja wahnsinnig, muss ja aufpassen. Ich mach doch lieber die anderen. Angepickte Knochen. Dieses Blut hier wurde erst vor kurzem vergossen. Seid auf der Hut. Was auch immer das getan hat, könnte uns beobachten. Ja, der hat auch auf mich einzeln. Sehr gut. Die ist erledigt. Habe ich nur noch zwei. Wie in aller acht Namen sollen wir eine fliegende Harpyie denn bitte mit einer Falle am Boden fangen? Ihr seid ein Idiot. Aber das wisst ihr ja schon, nicht wahr? Ihr wisst, wie ich es hasse, wenn ihr mich anschreit, Bruder. Jetzt beruhigt euch und helft mir. Boah, das war aber lange. Dass eine Harpyie einen Draht auf dem Boden auslöst. Sieht aus, als hätten wir die Remly-Brüder gefunden. Jetzt erkenne ich das Problem. Schickt Fürst Deal euch? Nun, es gibt nichts Neues zu melden, außer dass mein Bruder ein Trottel ist. Amel hat Dutzende von Fallen gelegt, bevor ihm etwas aufgefallen ist. Harpyien können fliegen. Jetzt versuchen wir, die Lage noch irgendwie zu retten. Was macht ihr da? Wir versuchen, einige dieser Kreaturen zu fangen. Fürst Deal möchte die Harpyien beobachten und herausfinden, ob sie irgendein seltsames Verhalten an den Tag legen, das ihre jüngsten Gewalttaten erklären könnte. Doch wie ihr sehen könnt, arbeiten wir immer noch an unseren Fallen. Sind alle eure Fallen am Boden ausgelegt? Wir haben auch ein paar Wurfschlingen. Das einzige Problem ist nur, dass die verdammten Harpyien zu stark sind. Man muss sie vorher schwächen, bevor man sie mit den Wurfschlingen erwischen kann. Ich mag ein Schwert haben, aber ich bin kein Kämpfer. Es ist zu gefährlich für mich, mich ihnen zu nähern. Gib mir die Wurfschlinge. Wie viel braucht ihr? Fürst Deal sagte, wir bräuchten nur ein paar. Also vier, würde ich sagen. Ja, vier Harpyien sollten genügen. Wenn das klappt, dann erzählt seiner Durchlaucht bitte, dass wir euch die Fallen gegeben haben, ja? Klar. Es ist eine Mission, die macht man, wenn man das Spiel hier anfängt, fünfmal. Das ist auch kacke. Also wenn man alle drei Ebenen durch hat, also alle drei Instanzen oder Viecher, dann muss ich erstmal schwächen, dann hat das Spiel für mich nicht mehr so einen hohen Wiederspielwert. Ich muss auf die Zeit achten, gleich ist wieder Ende. So, machen wir mal hier ein Ende. Ah, hier kann ich sicher stehen. So.